Bock hintergeben. Faster. Telekin. Aufpassen. Möglichkeit für Kronthaler und das Tor. 1:0 für Landshut. 29. Minute. Kronthaler. Führung für die Gäste aus Niederbayern und steht auf, wenn ihr für die Pinguin seid. Publikum ist da. Walter Bombis. Und jetzt schneller Antritt. Brock Hooten. Winkel ist spitz. Stewart kommt raus. Und noch einmal die Möglichkeit. Tor! Ausgleich! Der Sniper trifft zum 1:1. In der 54. Minute. Hooten mit der Energieleistung, tankt sich durch über rechts und da kommt Stewart raus aus seinem Kasten. Ein bisschen übermotiviert. Auf jeden Fall kommt er nicht richtig ran. Das Tor ist leer und in der Mitte steht Brandon Cook. Und dieses Geschenk nimmt er an. Rausgearbeitet 1:1. So ein Tor haben wir gebraucht. Das ist der Dosenöffner. 1:1. Und die Eisarena Bremerhaven feiert ein. Nächste Möglichkeit, Kosik! War das knapp. In! Auf Zuspiel durch die Nummer 16, Torschütze, unser Sniper mit der Nummer 18, Brandon! Jetzt konzentriert bleiben. Alles wieder auf! Halbe ist frei, Dustin Friesen. Brandon Cook. Halbe rutscht durch, Data. Marian Data. Rock Hooten. Steht Brandon Cook, Rock Hooten. Jetzt die Konzentration behalten. Fokussieren. Friesen Schuss, bleibt hängen. Friesen, quergelegt zu Data. Friesen, könnte nochmal zu Data spielen. Brandon Cook, jetzt versuchen sie die Position ein bisschen zu tauschen, Landshut durcheinander zu bringen. Brandon Cook für Friesen, lässt er liegen. Noch einmal quer zu Brandon Cook. Der Sniper schießt aber nur einen Landshut an. Weiter geht es. Brandon Cook wandert auf die linke Seite. Scheibe zurück an die blaue Linie. Marian Data rüber zu Friesen. Noch einmal Marian Data, der Kapitän. Dustin Friesen. Marian Data im Maß, schießt aber nicht. Dustin Friesen, jetzt noch Marian Data. Das ist es! Marian Data mit Maas! Das ist das Finale! Was für eine Serie geht zu Ende! Bremerhaven gewinnt durch ein Tor in der 71. Minute mit 2:1. Marian Data, der Torschütze! Das Finale ist erreicht. Sonntag geht es weiter, 17 Uhr. Das Spiel gegen die Kittikan Steelers. Aber in dieser Situation natürlich auch Worte an Landshut. Das war eine packende, spannende Serie. Landshut hat gekämpft bis zum Umfall. Landshut war ein ebenbürtiger Gegner. Landshut ist eine Spitzenmannschaft der DEL2 zusammen mit Bremerhaven. Gehört diese Truppe zu den Top-Teams. Das muss man einfach auch anerkennen. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, dann hätte man beiden Spielern, beiden Teams im Grunde gewünscht, dass sie weiterkommen. Denn dieses Spiel, Bremerhaven gegen Landshut, das ist das vorweggenommene Finale. Jetzt geht es weiter am Sonntag gegen Bietigheim. Noch einmal, das war eine spannende Serie.
Eine enge Serie. Sie hätte auch andersrum ausgehen können. Aber das ist Eishockey. Hier schlägt das Herz. Landshut stark gespielt und die Enttäuschung natürlich sitzt tief und wird über den Schiedsrichter diskutieren. War das jetzt 2 Minuten gegen Abschreiter? Da kann man kräftig drüber diskutieren, muss man das geben. Martinelli hat was abbekommen. Es war eine Situation, die man wohl so hinnehmen muss. Aber wie gesagt, Landshut war ein starker Gegner. Der Frust, der Ärger, die Enttäuschung, das sitzt tief. Aber das war durchaus tolles Eishockey. Shake hands der beiden Mannschaften. Auf Sky TV geht es gleich weiter mit der Pressekonferenz in circa 10 Minuten. Und Sonntag, 17 Uhr, sind wir alle wieder hier. Bremerhaven gegen Bietigheim. Und jetzt hören wir hoch im Norden.